Mesut Özil soll doch die deutsche Hymne singen, wenn er für Deutschland spielt. Das forderte heute der Chef der, Achtung, Liberalen Partei Deutschlands, also FDP-Chef Lindner. Der Schock sitzt offensichtlich tief, seitdem die Mehrheit der Türken in Deutschland für Erdogans Referendum gestimmt hat vor 10 Tagen. Man soll ihnen den Doppelpass wegnehmen, schickt sie zurück in die Türkei. Das klingt mittlerweile nicht nur vom rechten Rand. Kann man diesen Bruch wieder kitten und woher kommt er überhaupt? Das Thema bei Sandra Maischberger. Türken in Deutschland, immer noch Bürger zweiter Klasse? Unsere Gäste. Julia Klöckner, die CDU-Vizechefin, sagt, das Votum für Erdogan hat gezeigt, dass sich viele Deutsch-Türken nicht gut integriert haben. Sie lehnt den Doppelpass in der jetzigen Form ab. Der deutsch-türkische AKP-Politiker Ozan Ceyhun hat beide Pässe und sagt trotzdem, man wird nie Deutscher. Bilkay Öney. Die ehemalige SPD-Integrationsministerin verteidigt die doppelte Staatsbürgerschaft. Sie sagt, die meisten Deutsch-Türken sind gut integriert. Der Schauspieler Tayfun Badesoy kam als Kind nach Berlin und ist überzeugt, die schlechte Behandlung der Gastarbeiter ist schuld daran, dass viele Türken ihre Wahlheimat Deutschland heute ablehnen. Und Susanne Schröter, die Islamwissenschaftlerin, sagt, Erdogan hetzt die Deutsch-Türken auf und will ihre Integration verhindern. Guten Abend, schön, dass Sie bei uns sind. Ja, der Schock sitzt tief. Immer noch ist es verstörend zu sehen, dass tatsächlich 63% der Deutschland lebenden Türken für Erdogans Referendum gestimmt haben vor 10 Tagen. Das sind mehr als selbst in der Türkei. Und danach haben sie ausgelassen auf den Straßen gefeiert, wie hier zum Beispiel in Berlin. Zwei meiner Gäste haben beide Staatsbürgerschaften und konnten also auch abstimmen. Einer davon ist aber Demsoy. Wie haben Sie gestimmt? Ich habe mit Nein gestimmt. Warum? Weil ich die Politik von Erdogan absolut falsch finde und weil das auch keine demokratischen Wahlen waren. Da ist viel manipuliert worden und die Opposition hat wenig Zeit gehabt und Möglichkeiten gehabt, sich zu wehren und auch ihre Argumente vorzubringen. Also während Erdogan 150 Stunden Material im Fernsehen hatte, hatte die Opposition 10 Stunden. Also das ist einfach ungerecht. Er manipuliert sehr viel und populistisch sehr stark. Sie haben uns vor der Sendung gesagt, eigentlich könne kein kluger Mensch für Erdogan sein. Wie meinen Sie das? Naja, wenn man die Politik von Erdogan anschaut, vor allem in den letzten, ja, ich weiß nicht, wann Gezi war jetzt, seit Gezi eigentlich. Diese Demonstrationen um diesen Park, die um diesen Park. Auslöser waren. Es ging nur um eine Baustelle, er wollte was bauen lassen, Osmanisches, bla bla. Da ist die Jugend auf die Straße gegangen und seitdem hat Erdogan einen Realitätsverlust. Also dieser Mann ist von der Macht so sehr korrumpiert, dass er im Grunde nicht mehr wirklich für das Volk arbeitet. Mhm. Er hat sehr gute Arbeit gemacht in den ersten 5 bis 10 Jahren und dann hat er wirklich angefangen, dieses Gefühl zu verlieren für sein Volk. Mhm. Herr Ceyhun, Sie stehen Erdogan nahe, das darf man sagen. Sie sind ein AKP-Nicht-Mitglied, aber ein AKP-Vertreter, der auch eben mit Erdogan gesprochen hat, glaube ich, noch im April. Sie haben den Außenminister noch begleitet bei seinem Wahlkampfauftritt in Hamburg und haben hier auch abgestimmt, vermutlich für das Referendum. Ich war für die neue Verfassung, das stimmt schon. Und was sagen Sie zu den Vorwürfen von Herrn Badesoy, dass das undemokratische Wahlen war? Ich habe Respekt. Auch meine Mutter oder meine Schwester, sie waren auch dagegen, aber ich war dafür, mhm, weil ich satt damit hatte mit einer Militärherrschaftsverfassung in der Türkei seit 1980. Ich habe 1980 Türkei verlassen, weil es damals einen Putsch gegeben hat. Und die Putschisten haben eine Verfassung geschaffen und das war eigentlich eine Entscheidung damals vom Volk, angeblich, die demokratisch war, aber schon gezwungen wurde. Und endlich haben wir jetzt eine Verfassung, die von Zivilisten entworfen wurde. Und dafür war ich. Und der Vorwurf, dass diese Verfassung die Türkei undemokratisch macht, zu einem Präsidialsystem, zu einer Erdokratie? Ja, ich finde das ein bisschen unglücklich. Erstens, ich würde sagen, also nicht um zu streiten, nur meine Meinung zu äußern, in der Türkei gibt es keine Opposition. Wenn es eine Opposition gegeben hätte, würde ich sie unterstützen, also was Sie gesagt haben. Es gibt wirklich keine Opposition. Die haben nicht mal einen Gegenentwurf zustande gebracht. Wenn ich eine sozialdemokratische Partei wäre in der Türkei und Politiker von einer sozialdemokratischen Partei, hätte ich gern einen Gegenentwurf zustande gebracht und hätte ich
angeboten und Alternative dargestellt. Das gab es nicht, muss ich erst mal sagen. Und die einzige Möglichkeit, die wir jetzt als Verfassungsentwurf hatten, war das, worüber wir entschieden haben. Und das ist viel besser als die alte Militärverfassung. Das ist die Situation in der Türkei, wofür ich entscheiden soll. Das klingt sehr rational, Frau Klöckner. Es waren einige in Deutschland wahlberechtigt, aber nur die Hälfte ist hingegangen. Am Ende waren es etwa 412.000, die dann eben für das Referendum gestimmt haben, 63%. Und seitdem rätselt Deutschland, was will uns dieses Ergebnis sagen? Was ist da passiert? Ist das ein Votum gewesen für eine demokratische, für eine undemokratische Verfassung? Ist das ein Votum gegen Deutschland? Wie verstehen Sie das? Ich finde das Votum sehr erschreckend, dass Menschen, die hier in Deutschland leben, quasi im theoretischen Nein des Referendums, nämlich in Freiheit, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, man wird nicht ins Gefängnis geworfen, grundlos, die hier in dieser Freiheit leben, dass sie ihren Landsleuten oder ehemaligen Landsleuten in einem anderen Land eine Autokratie, eine Diktatur, ein Ein-Mann-Regime an den Hals wählen. Das finde ich mehr als verstörend. Und ich finde das übrigens auch illoyal gegenüber unseren Werten hier in Deutschland. Das ist mit unserem Grundgesetz, diese Haltung ist nicht vereinbar. Ich frage mich, wenn man das wählt, was man gewählt hat, nämlich einen Umbau der Demokratie, übrigens auch mit der Ansage, dass über die Todesstrafe neu abgestimmt werden soll, dass viele Menschen überhaupt ein Einreiseverbot hatten, dass Journalisten ins Gefängnis geworfen wurden und dass es keine Opposition gibt, verwundert auch nicht wirklich die Bedrohung der Opposition. Auch wie Oppositionelle ins Gefängnis geworfen worden sind, da wägt man dann schon ab, ob man einen Gegenentwurf vorlegen kann oder nicht. All dieses muss uns sehr, sehr zu denken geben. Und ich halte wenig davon zu sagen, so wie Claudia Roth, die Aufnahmegesellschaft ist schuld oder der Schuldspruch liegt letztlich bei denen, die vor vielen, vielen Generationen nicht richtig aufgenommen worden sind. Wollen wir gleich vertiefen, Frau Öner. Trotzdem noch mal die Frage, ist das ein Votum für Erdogan gewesen? Oder so wie viele Kommentatoren danach gesagt haben, die wollten es der Mehrheitsgesellschaft in Deutschland mal zeigen? Das kann ich nicht beurteilen, weil die Wahl ist geheim und ich kann auch nicht in die Köpfe der Menschen schauen. Wir müssen die Zahlen ein bisschen aufbröseln. Von den 3,5 Millionen Türkei-Stämmigen, die in Deutschland leben, sind etwa 1,5 Millionen wahlberechtigt gewesen. Von diesen 1,5 Millionen Wahlberechtigten sind nur 750.000 zur Wahl gegangen und 412.000 haben für Erdogans Politik abgestimmt. Daraus abzuleiten, dass sämtliche Türken nicht integriert seien oder die Türken ein Block an sich wären, ist falsch. Weil immerhin haben über 3 Millionen Menschen nicht für Erdogan gestimmt. Und ich bin sehr dafür, dass wir diese Diskussion kritisch führen, aber auch differenziert führen und nicht alle Menschen in einen Topf werfen, weil es hier auch natürlich eine große Gegnerschaft von Erdogan gibt. Genau, aber die für das Referendum gestimmt haben, auf die bezieht sich auch meine Frage, nur alleine, haben die für ihn gestimmt, so wie Herr Ceyhun, oder haben die auch mal gestimmt gegen Deutschland, weil sie gesagt haben, das ist nicht das Land, das uns am besten vertritt? Das kann ich nicht beurteilen. Sie haben aber wahrscheinlich für seine Politik abgestimmt. Das Argument war ja, dass er damit eine stärkere Türkei, eine regierbarere Türkei schaffen will, weil mit der schwierigen Gemengelage es immer irgendwelche Koalitionen bedarf und weil das schwierig sei, wolle man eine starke Türkei schaffen durch dieses Präsidialsystem. Das war sein Hauptargument. Das, was natürlich die Nebenwirkung ist, das, was wir alle kritisieren, ist, dass daraus natürlich auch ein autokratischer Staat entsteht mit mehr Macht auf einen Herrscher vereint und mit weniger Macht für die anderen und für Oppositionelle. Was ich aber nicht verstehe, weil ich selbst der Einzige bin momentan, der ja für die neue Verfassung seine Stimme abgegeben hat. Erstens, ich habe bei manchen Wahlen in Rüsselsheim den Oberbürgermeister von der CDU gewählt. Auch die Frau Geschke damals habe ich gewählt und unterstützt. Als SPD-Mitglied? Ja, natürlich. Also sehe ich keine Probleme. Bei Kommunalpolitik hängt es nicht davon ab, was für Partei ich als Angehörig mich fühle, sondern wer am besten Kommunalpolitik leisten kann. Und ich habe mir immer meine Entscheidung wirklich danach getroffen, was nach meiner Meinung richtig und falsch war. Und jetzt war meine Entscheidung die neue Verfassung. Ich habe nie nicht mal eine Sekunde über Deutschland gedacht, als ich diese Entscheidung getroffen habe. Deswegen bin ich baff, wenn man mir vorwirft, ich hätte gegen
gegen Deutschland abgestimmt. Das sagen, sagen manche Kommentatoren, ja. Und wir sind ja hier, um herauszufinden, ja, was ist das für ein Votum? Für mich ganz merkwürdig, wie man dazu kommen kann. Ja. Ja. Frau Professor Schröter, ist das so aus der Luft gegriffen? Es gibt auch andere Länder, es gibt zum Beispiel diesen Wert aus den Vereinigten Staaten, wo 80% der dortigen Türken wiederum gegen das Referendum gestimmt haben. Wie kommt es zu diesen Unterschieden Ihrer Meinung nach? Naja gut, Muslime in den USA sind in der Regel hochgebildete Leute, die deshalb rekrutiert wurden, weil sie eben als neue Elite ins Land geholt worden sind. Muslime in den USA verdienen im Schnitt 10% mehr als der Rest der Bevölkerung. Das ist ein unglaublich hoher Prozentsatz an Akademikern. Akademiker sind meistens eher liberal und Landbevölkerung oft schlecht gebildete Leute, fühlen sich schneller mal abgehängt und die suchen eher einen starken Führer, eine starke Autorität und lassen sich auch eher begeistern von nationalistischen Parolen oder von islamistischen Parolen. Und von daher ist das natürlich nicht verwunderlich, dass bei uns, wir haben ganz andere Anwerbepolitik gehabt in den 60er und 70er Jahren, dass wir andere Leute hier haben, die sich doch auch schneller mal für autoritäre Gedanken begeistern. Nun ist aber Herr Ceyhun ein Kind einer Akademikerfamilie, selber eben ein sehr gut ausgebildeter Mensch, ja, und sagt, das ist ein Votum für eine Verfassung, die besser ist als das, was die Militärs, ja, damals aus gemacht haben. Aus meiner Sicht, also, da widersprechen. Nein, ich möchte jetzt, das ist eine grundsätzliche, ja, sozialwissenschaftliche Analyse, die heißt aber nicht, dass jeder Mensch so entscheidet. Richtig. Ja, also ich möchte mal für eines plädieren, Türkeistämmige und Türken sind genauso Menschen wie alle anderen auch. Und da haben wir die gesamte Palette von fromm bis atheistisch, von links bis rechts, von autoritär bis demokratisch, von patriarchalisch bis feministisch. Das ist fein, aber kann, ja, man dieses, kann man diese Verfassung so sehen, wie Herr Ceyhun sie sieht, nämlich als eine gute, das demokratische, oder eben, wie Frau Klöckner sagt, eine, die auf dem Weg der Diktatur, dem Erdogan... Naja, wenn man sich beides nebeneinander legt, wenn man beide Verfassungen von Deutschlands, unser Grundgesetz und jetzt die Neuverfassung von Herrn Erdogan, und ich setze es mit Ihnen gleich, weil er diese Verfassung vorangetrieben hat, weil er das Gesicht dieser Veränderung auch ist, weil er derjenige ist, der auch Drohungen anderen gegenüber ausgesprochen hat. Und wenn ich diese beiden Verfassungen nebeneinander lege, dann passen die nicht zusammen. Mhm. Und dann ist die Gretchenfrage da. Schade, dass Sie seit 27 Jahren nicht so gedacht haben. Und wenn ich mir jetzt anschaue, was zum Beispiel das Parlament anbelangt, die Parlamentsrechte, die sind geschwächt worden, ganz klar geschwächt worden. Er ist gestärkt worden als Spitze dieses Landes. Und das ist der Punkt, wo man am Ende fragen muss, wenn unser demokratischer Staat andere Werte hat als das, was die neue Verfassung in der Türkei vorsieht, dann habe ich schon große Fragen an diejenigen, die für Ja gestimmt haben. Also Alice Weidel, die neue Spitzenkandidatin der AfD, die geht so weit, die sagt, die Ja-Wähler, die sollen doch in die Türkei zurückgehen, wenn sie es da besser finden. Finden Sie es nachvollziehbar? Wenn also ich mache mich mit AfD-Spitzen nicht gemein. Und ich finde das auch einen zu platten Spruch, okay, zu sagen, dann sollen sie zurückgehen. Geh doch rüber, hat man früher gesagt, als es noch die Teilung Deutschlands gab. Das ist zu schlicht und zu einfach, aber wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und natürlich sind Menschen sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt nicht die Türken, es gibt nicht aber die Deutschen. Aber die, die jetzt Ja gestimmt und die, die Ja gestimmt haben, da will ich eines ergänzen. Ich finde es schon bemerkenswert, wer nicht zur Wahl gegangen ist. Das heißt nicht, dass sie gegen Erdogan sind. Wenn ich hier lebe und habe die Chance zu wählen, dann wünsche ich mir auch ein Kämpfen, ein Einsetzen und auch einen Ausdruck für das, was ich hier genieße. Und das wäre ein Nein gewesen, also dann zur Wahl zu gehen. Und man kann davon ausgehen, dass auch die, die nicht wahlberechtigt sind, vielleicht auch zu zwei Dritteln so denken wie diejenigen, die zur Wahl gegangen sind. Und ich finde das erschreckend, dass zwei Drittel für Erdogan gestimmt haben. 36% sind mehrheitlich CDU-Wähler übrigens. Ja, aber der Umkehrschluss, nämlich, dass diejenigen, die nicht gewählt haben, gegen, ja, das Referendum waren, also da gibt es überhaupt keine empirische, richtig, Basis. Ja. Das habe ich nicht gesagt. Gibt's auch nicht. Aber wenn wir von den Zahlen ausgehen, ist im Grunde nur jeder fünfte in Deutschland lebende Türke für Ja gewesen, das muss man sagen. Hat abgestimmt, heißt nicht, nein, nein, nicht für abgestimmt, Ja gewesen. Sondern wir für. Wissen ja nicht, was diejenigen, die nicht gewählt haben, denken. Nein, ich meine, wenn ich jetzt die Zahlen nehme, 700.000 wahlberechtigt, davon nur 65%, wenn man das rechnet, ich rechne gerne, und jeder Fünfte hat im Grunde sozusagen für Ja gestimmt. Und vier Fünftel haben nicht gestimmt. Ja.
Das ist sehr wichtig. Ja, aber das heißt ja nicht. Aber die Frage Sie haben ja ganz unterschiedliche Meinungen darüber, worüber da genau abgestimmt worden ist. Also Frau Klöckner sagt, das ist ein undemokratischer Weg, der gegangen wird. Das ist auch Ihre Haltung. Wie finden Sie denn die Reaktion, dass jetzt die Leute kommen und sagen, die dafür gestimmt haben, die sollen jetzt mal dahin gehen? Absurd. Absurd, absolut. Ich verstehe das nicht. Das ist, sagen wir mal, eine demokratische Wahl gewesen. Die Leute haben abgestimmt. Das ist deren Recht, wie sie stimmen. Und dahin zu stellen und zu sagen, die müssen jetzt in die Türkei zurück. Ja. Bei keiner anderen Wahl auf der Welt, sagen wir mal jetzt mit Trump, ja. Die Amerikaner, die Trump gewählt haben. Wollte ich auch als Beispiel geben. Da kann man doch nicht sagen, geht bitte zurück nach Amerika zu eurer Todesstrafe. Oder die Deutschen, die in den USA Trump gewählt haben. Ja, aber das ist immer eine typisch deutsche Geschichte, die wir haben seit Jahrzehnten im Grunde. Sobald es irgendwas gibt, was ein bisschen negativ ist, wird sofort die Keule rausgeholt auf die Türken. Mhm. Die doppelte Staatsangehörigkeit ist so eine Sache. Naja, wenn wir bei der Keule sind, da sind wir schnell bei Herrn Erdogan, der die Nazi-Keule rausholt. Also, ja, nein. Was die Keule angeht, mir ist eines wichtig, noch mal deutlich zu machen. Deutsche, die hier leben, die auch den türkischen Pass haben und wählen dürfen, das ist nun mal Gesetzeslage. Ob ich jetzt will, dass sie zurückgehen oder nicht, das ist total irrelevant. Ja. Aber die Frage ist doch, war es eine demokratische Wahl? In einem Ausnahmezustand eine Wahl durchzuführen, ist immer nicht demokratisch, weil man nicht auf Augenhöhe ist mit den zwei Argumenten, mit dem Ja- und dem Nein-Lager. Wobei hier bei uns war es demokratisch. Hier ist niemand ins Gefängnis gekommen, wenn er eine Kampagne gemacht hat. Moment, also jeder, der im Grunde sozusagen für Nein gestimmt hat, war unter Druck. Das stimmt. Genauso wie ich zum Beispiel jetzt hier im Fernsehen sitze und sage, ich mag Erdogan nicht, er ist ein Diktator, er hat die Menschenrechte mit den Füßen getreten und er wird es auch weiterhin tun. Heute hat er wieder irgendwie Zehntausende Polizisten erstmal aus dem Dienst genommen. Das sind keine Gülen-Anhänger, viele von denen nicht. Nein. Er säubert diesen Staat. Ja, selbstverständlich. Da sind wir uns einig. Die Frage ist tatsächlich, und das wurde jetzt auch viel gefragt, warum doch ein Anteil, ob man den jetzt in ein Fünftel rechnet oder ob man sagt, die Hälfte derer, die zur Wahl gegangen sind oder über die Hälfte, hat eben für Ja gestimmt. Die Frage, die sich jetzt sehr viele gestellt haben, ist, warum ist das passiert bei denen, die in Deutschland leben, also in einem System, das offensichtlich eine Verfassung hat, die als weniger gut empfunden wurde als das, was in Erdogans Land geplant ist. Eine Frau hat darauf eine Antwort und sagt, es liegt natürlich an den Deutschen, wir haben einfach nichts für die Integration getan. Die grüne Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth machte nach dem Pro-Erdogan-Votum Deutschland mitverantwortlich für das Ergebnis. Deutschland hat sich über viele Jahre nicht offen gezeigt. Wie oft hat man unser Land als Teil des christlichen Abendlandes dargestellt und damit auch gesagt, dass Muslime nicht dazugehören? Wie oft hat man immer wieder in Frage gestellt, ob die Türkei überhaupt zu Europa gehört? Das mussten viele Menschen als ausgrenzend empfinden. Wenn Menschen über Jahre vermittelt bekommen, dass sie irgendwann ohnehin wieder in die Türkei zurückgehen müssen, dann ist es bedauerlich, aber nachvollziehbar, dass diese Menschen nach Jahrzehnten noch immer nicht die deutsche Sprache gelernt haben. Tatsächlich sind ja im Umgang mit unseren türkeistämmigen Mitbürgern in den vergangenen Jahrzehnten Fehler gemacht worden, die Verletzungen hinterlassen haben. Frau Klöckner, also die Deutschen sind schuld. Ich finde das absurd, was Frau Roth da sagt. Und auch Frau Roth ist ja eine Vertreterin von Multikulti, das heißt Addition von Vielfalt. Und pure Addition von Vielfalt ergibt nicht ein gemeinsames Wertefundament. Mhm. Natürlich gibt es Erfahrungen von Türkischstämmigen der Ausgrenzung. Aber es gibt auch umgekehrte Erfahrungen. Und ich erlebe ganz, ganz viele, auch in meinem Freundeskreis, die türkischstämmig sind, die in meiner Partei zum Beispiel sind, die das eben nicht erlebt haben, so wie das Frau Roth sagt. Und ich finde, alle pauschalen Zuordnungen, dieses Opferdenken, es ist nur die Mehrheitsgesellschaft schuld. Wenn Deutschland wirklich so wäre, wie sie es beschreibt, dann würden nicht Millionen hierher kommen wollen. Frau Öhner, Sie waren ja mal bei den Grünen, bevor Sie zur SPD gegangen sind. Ist das so, wie Frau Roth das sagt? Also zunächst einmal muss ich Frau Roth in Schutz nehmen. Ich mag ihre Empathiefähigkeit. Ich mag es, dass sie sich in Menschen hineinversetzen kann. Und dass sie das auch in dem Fall von vielen Türkeistämmigen tut, finde ich zunächst einmal lobenswert. Aber die Schuldfrage ist in der Tat zu pauschal formuliert. Mhm. Wenn eine Beziehung kaputt geht, ist nie eine Seite schuld, sondern immer zwei Seiten schuld. Mhm. It takes two to tango.
Was die Integration der Deutsch-Türken angeht, haben wir in den letzten Jahren sehr viel auf den Weg gebracht. Gerade auch die rot-grüne Regierung unter Schröder und Fischer. In dieser Regierung wurde das Zuwanderungsgesetz auf den Weg gebracht. In dieser Regierung wurde der Doppelpass auf den Weg gebracht. Es ist viel gemacht worden, aber Integration braucht Zeit. Das sind Dinge, die nicht von heute auf morgen passieren. Integration ist auch nicht, dass man nur die Sprache lernt und Arbeit hat, sondern es sind natürlich auch die kulturellen Grundlagen der Integration. Es ist das Begreifen von Deutschland, der Mentalität, der Politik und auch natürlich der politischen Debatten, die hier geführt werden. Und deswegen war natürlich auch die Seitenhiebe aus der Türkei, die Eskalationsstrategie war in jedem Fall falsch. Ich würde gerne zurückgehen. Also, und tatsächlich jetzt mal den Anteil der deutschen Mehrheitsgesellschaft an dem Dilemma versuchen zu besprechen. Herr Bademsoy, Sie sind 1969 gekommen. Da kannte man Sie noch nicht aus dem Tatort und Polizeiruf, so wie heute. Sie waren 11 Jahre alt. Welche Erfahrungen haben Sie als Elfjähriger auf dem Schulhof gemacht? Also das erste Jahr 1969 bis 70 ist für mich immer noch ein Trauma, sage ich mal. Ich habe wirklich so viel Diskriminierung und so viel Beleidigungen, so viel Erniedrigung eigentlich erlebt, dass ich mit ungefähr, ja, ich bin mit 17, 18 nach Amerika gegangen als Austauschschüler. Das war meine Rettung. Mhm. Und in dieser Zeit habe ich so viel erlebt, dass ich... Wie sind denn die Deutschen mit Ihnen umgegangen? Was meinen Sie, wenn Sie sagen, ich bin so viel erlebt? Unheimlich viel beleidigt worden auf dem Hof. Ich bin angespuckt worden. Ich bin von den Lehrern nicht in Schutz genommen worden. Ich werde eine Sache erzählen. Ich hab ja kein Deutsch gekannt, als ich nach Deutschland kam. Und meine Lehrerin sagte mir, ich soll Bilder malen als Hausaufgabe. Und ich habe immer meine Bilder gemalt. Nach einigen Monaten kam meine Lehrerin zu mir und sagte irgendwas. Und ich habe mein Bild rausgeholt und habe es gezeigt. Und da sagte dann plötzlich ein Schüler ein Wort. Mhm. Und die gesamte Klasse fing an, dieses Wort klatschen zu sagen. Und ich habe mich so umgedreht und habe das toll gefunden. Ah, ich wurde belohnt. Und meine Lehrerin, in die ich sehr verliebt war, blond, blauäugig, guckte und lächelte. Und ich bin dann nach Hause gekommen und habe meiner Mutter gesagt, ich bin heute gelobt worden für das Bild, was ich gemalt habe. Und Mama hat gesagt, was haben Sie denn gesagt? Faulpelz, Faulpelz, Faulpelz. Und da steht diese Lehrerin da. Und das war, also dieser Moment ist für mich immer noch so tief drin und es ist voller Schmerz, dass ich nach Jahren irgendwann eine Mitschülerin dann beim Arzt getroffen habe, die sagte, kannst du dich an mich erinnern? In der Klasse und so. Und da habe ich gedacht, und dann klickert es so in meinem Kopf. Und dann habe ich gesagt, Faulpelz, Faulpelz, kannst du dich daran erinnern? Und sie wurde knallrot, weil sie wusste damals ganz genau, was sie gemacht hat. Ist das, ist es. Aber es war keine einzelne Erfahrung, sondern Nein. Das zog sich so durch. Ihr Vater hatte aber die Haltung, Sie sind nicht dahin gezogen in Berlin, wo Nein. schon viele Türken wohnten. Sie sind in ein Viertel gezogen, wo sehr viele Deutsche waren. Er hat gesagt, Sie müssen schnell Deutsch lernen, Sie sollen sich integrieren. Das heißt also, der hat sich nicht abgekapselt, sondern er hat Sie geschubst. Sehr geschubst, ja. Wir haben also innerhalb des ersten Jahres kaum Kontakt zu Türken gehabt. Wir haben sehr gut Deutsch gelernt. Nach einem Jahr konnten wir wirklich perfekt Deutsch, ohne Akzent. Aber ich habe es trotzdem weitererlebt. Also im Deutschen gibt es ja ein Sprichwort, Ausnahmen bestätigen die Regel. Jetzt komme ich zu Ihnen. Ich liebe diese Menschen, diese Deutschen, die mich über diese Zeit gebracht haben. Für diese Menschen bin ich in Deutschland. Ja. Meine Frau ist deutsch, meine Kinder sind halb deutsch, halb türkisch, halb deutsch. Deshalb, es gibt wunderbare Menschen, nur... Ich habe einfach in der Gesellschaft wahnsinnig viel Ablehnung erlebt. Und das erlebt man heute noch auf der Straße. Das wollte ich Sie fragen. Sie sind ja heute prominent und trotzdem haben Sie einen Namen, der nicht deutsch klingt. Ist die Wohnungssuche eigentlich einfach, wenn man einen türkischen Namen hat? Über heute möchte ich nicht reden, weil das glaube ich nicht. Heute ist es schon. Okay. Aber damals gab es einfach, die Zeitungen waren voller Anzeigen mit nur Deutsch, keine Ausländer und vor allem viel keine Türken. Und ich habe angerufen, habe mich nach der Wohnung erkundigt und alles war wunderbar. Ich habe gesagt, wo ich arbeite. Ich war damals Schauspieler an der Schaubühne. Ich war also so hoch angesehen sozusagen, bis ich meinen Namen gesagt habe. Bademsoy, aufgelegt. Mhm. Bademsoy, was sind Sie von Landsmann? Türke? Nee, keine Türken. Mhm. Und das war in den 70ern ganz normal. Und diese Diskriminierung haben diese Leute erlebt und die Eltern von denen,
die haben es weitergegeben. Mhm. Die haben diese Diskriminierung, diese Verletzungen weitergegeben an ihre Kinder. Da kommen wir noch dazu. Herr Chaehoon, würden Sie auch dieses Gefühl, man ist Bürger zweiter Klasse? Ja, erstens soll ich gleich von Anfang an sagen, die Debatte finde ich sehr interessant und gut, aber hat für mich mit der Wahlentscheidung der Türken nichts zu tun. Also doch. Weil für mich nicht. Also, ach so, persönlich. Ich muss das extra erklären. Mhm. Also für mich sind die Menschen, die diese 63% mehrheitlich auch wirklich ziemlich gut junge Leute, integrierte Leute. Und weil die vielleicht sogar integriert sind, haben die so eine Entscheidung getroffen, behaupte ich. Aber jetzt will ich nicht die Debatte fortführen. Was da gesagt wurde, will ich Ihre Frage beantworten. Ja. Diskriminierung habe ich in der Art und Weise nicht erlebt. Ich war 20 Jahre alt, als ich hierher kam. Und ich hatte wegen Militärputsch, ich wollte nie in Deutschland sein, aber plötzlich musste ich mein Land verlassen, war ich da. Ich bin natürlich sehr dankbar, all die Menschen, die auch genauso meine deutsche Verwandten und viele andere Menschen, die in der Politik mir geholfen haben. Also ich habe wirklich von der guten Seite vieles in Deutschland erlebt. Deswegen habe ich auch nie über deutsche oder türkische Verfassung entschieden, will ich Ihnen sagen. Mit der deutschen Verfassung habe ich gar keine Probleme, noch mit Deutschland nicht. Ich sage immer, wenn Deutschland und Türkei kein Fußball spielen, haben, ich bin immer für Deutschland. Also, damit wir dort einig sind. Sie waren ja bei den Grünen, Sie waren bei der SPD, Sie saßen für die SPD im Europäischen Parlament und dann muss irgendetwas passiert sein, weil Sie aus der Partei dann auch ausgeschieden sind und dann haben Sie eben sich der AKP zugewandt, Sie haben sich Erdogan zugewandt, den Sie eigentlich früher nicht mochten und haben ein Buch geschrieben und der Titel ist, man wird nie Deutscher. Was ist passiert, dass Sie sich getrennt haben? Erstens meine Geschichte. Ich war bei den Grünen in den Jahren, als ich damals bei den Grünen war, konnte ich nicht mal bei der SPD sein. Für die SPDler war ich nicht mal geeignete Politiker. Also mit meiner türkischen Herkunft, als ich in Deutschland mit der Politik angefangen habe, waren wirklich nur die Grünen überhaupt die Möglichkeit, die mir angeboten haben, komm und mach mit. Ich war kein Grüner. Also ich fuhr sehr schnell Auto. Aber was ist passiert? Ich hatte mit Ökologie nichts zu tun. Sei ich ganz ehrlich, also Grün bedeutete für mich in dem Moment nicht viel, aber Sie waren einzige Partei, die für uns Plattform angeboten haben. Was ist passiert, nachdem Sie die Grünen und die SPD hinter sich was ist passiert? Ja, ich war ja Sozialdemokrat, deswegen war ich dann bei der SPD. Passierte gar nichts. Was ist passiert, dass Sie jetzt sagen, man wird nie Deutscher? Ach so, die Frage. Das habe ich immer so erlebt bei der Verwaltung. Ich habe für die hessische Verwaltung gearbeitet. Mhm. Sie haben ja mit Staatsschutz, mit vielen anderen zu tun, als Referatsleiter und so weiter. Und da habe ich immer wieder festgestellt, egal, ob man sich als Deutscher erklärt oder nicht, wie weit man hier in diesem Land integriert ist, wie weit man als Verwaltungsmensch sogar nützliche, gute Sachen macht oder als Europaabgeordneter. Ich bin sogar von einem Autor von Stern sehr gelobt worden. Ich war zwei oder von drei Europaabgeordneten aus Deutschland, die im Ausland immer deutsche Dolmetscher mit dabei hatten, sogar in der Türkei, obwohl ich Türkisch sprechen kann, weil ich ja an Regeln halten wollte als deutscher Abgeordneter. Aber ich habe immer wieder erlebt, dass man doch nicht als Deutscher gesehen wird. Und irgendwann habe ich dann das Buch geschrieben, egal was wir machen, man wird nicht Deutscher. Ist das aber auch ein Grund, warum Sie sich dann der AKP und Erdogan zugewandt haben? Nein, ich bin ja noch immer der gleiche Mensch. Ich habe erlebt, Sie vertreten jetzt Interessen einer Partei, die gegensätzlich eben hat ja nicht sein Herr Badem soll genau das begründet, warum ich damals AK-Party unterstützt habe. Er hat ja selbst gesagt, 5 oder 10 Jahre lang haben die gute Politik gemacht. Und jetzt? Und damals haben die Sozialdemokraten in Deutschland, von Schröder bis Martin Schulz, alle waren Erdogan-Unterstützer und ich bin auch so eingestiegen. Wir reden ja und über das, was jetzt ja, passiert. Ja, das sage ich. Folgen Sie Erdogan, wenn er sagt, wir führen die Todesstrafe wieder ein? Folgen Sie ihm, wenn er sagt, ich bestimme Richter, ich bestimme, ich löse das Parlament auf, es gibt keinen Ministerpräsidenten? Nach der neuen Verfassung ist es nicht möglich, aber was er mit der Todesstrafe überlegt und vorschlägt, muss ich nicht genauso denken und das genauso fordern. Also ich kann, wenn es in der Türkei ein Referendum gibt in Zukunft, glaube ich nicht, dass es dazu kommen wird, aber wenn es geben würde, ja in Deutschland sagen auch viele, viele Äußerungen gibt es immer wieder, wir diskutieren überhaupt nicht so. Und man hat in der Türkei wegen Terrorismus über Todesstrafe viel gesprochen und wegen 15. Juli 2016 Putschversuch. Aus diesem Grund sind die Menschen empfindlich und sensibel und redet man über Todesstrafe. Aber ich bin ein Gegner von Todesstrafe. Das war die Frage. Können Sie aber dann wählen, wenn Sie gegen die Todesstrafe sind? In der Türkei gibt es Demokratie und ich kann auch dagegen sein. Nein, die gibt es nicht. Ich sage es. Ich
mich irritiert einiges. Sie sind auf der einen Seite Anhänger von Herrn Erdogan und wir wissen, was Herr Erdogan vorhat. Er kündigt ja auch alles an, was er vorhat und er setzt es auch um. Mhm. Wenn hier in Deutschland ein Politiker nur darüber nachdenken würde, die Todesstrafe einzuführen. Der aus Hessen kommt? Der die Todesstrafe einzuführt. Ach, kommen Sie mir nicht damit. Der aus Hessen aus kommt Hessen. Und hessische Landesverfassung hat noch immer Todesstrafe. Jetzt können wir, Moment, nein. In Hessen ist die Todesstrafe noch in der Verfassung. Bundesrecht bricht Landesrecht und Hessen hat vor mit einem anderen Gesetz. Nein, das ist internationale Abkommen sind nicht höher als türkische Entscheidung. Also, nochmal, da können wir gerne nachher drüber streiten, aber das ist absolut nicht zu vergleichen. Ja. Herr Erdogan möchte die Todesstrafe einführen. Und wenn ich höre, was auch der Wirtschaftsminister gesagt hat über die Putschisten, wie elendig sie ihr Leben beenden werden, wenn sie gefunden werden. Das könnte ein deutscher Politiker hier zu Recht nicht sagen. Und Sie sagen, man wird nicht Deutscher. Ich finde, wenn man sich darüber nicht aufregt, dass Deutschland und dass die Deutschen als Nazis beschimpft werden im Jahr 2017, dann teilt man auch nicht einen gewissen Wertegrundlage, die Grundlage ist, um zu sagen, ich bin auch hier verwurzelt. Ich finde, es widerspricht sich, zu sagen, ich finde die deutsche Verfassung richtig und finde das richtig, was Herrn Erdogan macht. Das funktioniert nicht. Zu dem Thema Nicht-Deutscher sein, also wenn wir uns mal anschauen, welche Propaganda Erdogan seit Jahren macht, um seine türkischen und türkischstämmigen Landsleute in Deutschland gegen Integration, gegen Deutschland aufzubringen. Permanent. Er hat uns also einfach in die Falle tappen lassen. Ja, er ist einfach jemand, der, natürlich möchte er seine Landsleute an der kurzen Leine halten. Aber damit macht er unglaublich viel kaputt. Die Auftritte in der letzten Zeit waren schädlich. Darf ich da einhaken, Frau Schröder? Es gibt die Deutung und es gibt auch Studien, die sagen, eben 51% der Türkei-Stämmigen fühlen sich in Deutschland immer noch als Bürger zweiter Klasse. Das ist eine Studie von der Uni Münster 2016. Sie nicken, also offensichtlich gibt es das. Ist das ein Gefühl oder ist das eine Realität, die auch Grund sein kann, warum jemand, der ein Nationalgefühl anbietet, den Stolz auf etwas, auf die Heimat und selbst wenn sie zwei Generationen weg ist, so einen Erfolg haben kann hier? Ja, man muss sich die Studie genauer anschauen. Was wird da gesagt? Da wird auf der einen Seite gesagt, ich fühle mich wohl in Deutschland und auf der anderen Seite, ich bin Bürger zweiter Klasse. Also wir müssen auch mal schauen, es gibt im Moment einen ganz starken Diskurs, sich als Opfer zu sehen. Nicht bei allen Türken, wirklich nicht, sondern bei einem Teil. Ein anderer Teil sagt, wir sind keine Opfer, wir gestalten unser Leben selbst. Und wir haben hier Möglichkeiten und die tun das auch. Aber ich sag mal so, es gibt natürlich, ist auch eine bequeme Geschichte zu sagen, hat irgendwas nicht geklappt. Das ist, glaube ich, wirklich bequem. Dazu gibt es ja Studien. Als ich Ministerin wurde 2011, das Erste, was ich gemacht habe in Baden-Württemberg, war in der Mehrheitsbevölkerung abzufragen, die Deutschen zu fragen, wo sie Integrationsbedarf sehen und wo ein Integrationsministerium ansetzen müsste. Die Deutschen haben mehrheitlich gesagt, sie sehen große Diskriminierung von Migranten auf dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt. Also dieses Problembewusstsein ist ja auch auf deutscher Seite vorhanden. Es ist ja nicht so, dass Türken oder Migranten sich als Opfer sehen, sondern auch die Deutschen, wenn wir von den Deutschen sprechen, auch dieses Problem erkannt haben und viele Maßnahmen ergriffen haben, um diese Probleme zu lösen. Das Antidiskriminierungsgesetz, das unter Rot-Grün zustande gekommen ist, oder anonymisierte Bewerbungen, die ich in Baden-Württemberg eingeführt habe. Das Partizipations- und Teilhabegesetz, das wir in Baden-Württemberg auf den Weg gebracht haben unter Grün-Rot. All das waren Maßnahmen, um genau diese Probleme zu lösen. Aber das heißt, auch die deutsche Seite ist sich der Problemlage durchaus bewusst und handelt. Richtig. Und da ist ja schon einiges passiert. Ja. Aber es gibt auch die Seite, die ganz schnell versucht, Verantwortung abzugeben. Sicher, es gibt ein Identitätsproblem. Warum? Weil Menschen, die hier zwischen zwei Kulturen leben, es nicht immer einfach haben und manchmal vor die Wahl gestellt werden. Und Erdogan hat es erkannt, weil er weiß, dass viele Türken hier ein Identitätsproblem haben. Sagt er, komm zu mir, ich bin für dich da. Und da müssen wir gucken, dass wir die Menschen auch erreichen, damit die Menschen sagen, was habe ich mit Erdogan zu tun? Verdammt, mein Präsident heißt doch Frank-Walter Steinmeier. Genau da müssen wir hin. Ja, ich habe ich, also
sehr schwierig nach der Situation. Das Interessante ist, dass Sie sagen, es ist gerade in den letzten 10, 15 Jahren viel passiert. Und interessanterweise ist es so, dass aber exakt in dieser Zeit auch das nicht zugehörig fühlen offensichtlich in Teilen der türkischstämmigen Bevölkerung noch mal gewachsen ist. Und deshalb sei die Frage des nächsten Beitrages die, wie viel Verantwortung liegt auf der Seite der türkischstämmigen Bevölkerung, können oder wollen sie sich nicht integrieren? Sie leben zum Teil seit Jahrzehnten bei uns, sind oft sogar hier geboren. Aber empfinden sie Deutschland auch als Heimat? Nicht unbedingt. Fast die Hälfte der in Nordrhein-Westfalen lebenden Türken hat in dieser Frage eine klare Haltung. Fühlten sich 2001 35% ausschließlich mit der Türkei heimatlich verbunden, stieg die Zahl in den letzten 15 Jahren stark an. 2015 nannten 48% die Türkei ihre Heimat. Heißt das zugespitzt, fast jeder zweite Türke in Deutschland verweigert sich einer Integration? Also Sie haben viel getan, Frau Önay, und genau in dieser Zahl wächst vor allem die Zahl junger Menschen in der dritten Generation, also die Enkel der ersten Gastarbeiter, die sagen, meine Heimat ist die Türkei. Wie kommt das? Es gibt immer wieder Backslash, weil die Leute immer wieder auch negative Erlebnisse haben. Das sollte uns Politiker aber nicht vom eigentlichen Ziel abhalten. Aber woher kommt es? Das Ziel wirklich ist weiterhin Integration. Das ist eine Emotionalität, die die Menschen mitbringen und sich dann abkapseln. Das können wir aber auflösen. Ich habe 2007, als ich Abgeordnete wurde, habe ich 2007 schon vorgeschlagen, dass wir ein deutsch-türkisches Jugendwerk auf den Weg bringen. Ja. Weil wir haben ein deutsch-französisches Jugendwerk, das macht super gute Arbeit. Wir haben ein deutsch-polnisches. Wir haben aber keine Probleme mit Polen oder Franzosen, sondern das eigentliche Problem, und worüber reden wir, wenn wir über Integration sprechen? Wir reden doch meistens über Türken, das tun wir heute in der Sendung auch. Also wäre es doch klug gewesen, ein deutsch-türkisches Jugendwerk auf den Weg zu bringen, damit sich die Türkei an den Maßnahmen auch finanziell beteiligt. Gleich bei den Lösungen und bei Ihnen. Wir eben auch diese Arbeit leisten können zusammen. Ich würde gerne trotzdem die Analyse haben. Also es wird mich wirklich interessieren, ja. Vielleicht haben Sie die Antwort oder Herr Bademsoy die Antwort, warum ausgerechnet junge Türken, also oder Deutsche mit türkischem Migrationshintergrund, die in Deutschland geboren sind, zunehmend sagen, da fühle ich mich zu Hause. Ja, und das ist in der Tat ein Problem. Ich teile das ja, dass es gute Maßnahmen sind. Aber wir müssen uns tatsächlich fragen, warum haben sie letztendlich doch relativ wenig bewirkt? Und dann schauen wir noch mal an. Wir haben diese Maßnahmen ja nicht umgesetzt. Das deutsch-türkische Jugendwerk gibt es heute nicht. Nein, das Jugendwerk nicht, aber die anderen Dinge, die Sie gerade genannt haben, die sind ja umgesetzt. Woher kommt das? Aber was ist auch in den letzten 15 Jahren passiert? Es hat in Deutschland, aber weltweit auch, es hat eine Art fundamentale Rückbesinnung auf eine bestimmte Deutung des Islam begonnen. Auch in Deutschland, die ganz stark identitär aufgeladen ist und die gerade unter jungen Leuten um sich greift. Die Generation Halal Haram oder wie der Ahmed Mansur sagt, die Generation Allah. Und das ist natürlich eine Haltung, die differenziert zwischen den wahren Muslimen und allen anderen, nämlich den Ungläubigen, das sind die Christen und die Juden und alle Muslime, die nicht die wahren Muslime sind. Und das ist natürlich eine Ideologie, die auch übrigens Herr Erdogan ganz stark befeuert, ja. Die in den letzten 15 Jahren groß geworden ist. Und da ist für mich eine deutliche Korrelation, gerade bei jungen Leuten, die plötzlich entdecken, sie sind Muslime und sie sind keine Deutschen, weil sie Muslime sind. Aber wieso, wenn die hier geboren sind? Das ist ja die eigentliche Frage. Warum sind die nicht sozusagen geimpft? Meistens gut ausgebildet und vielleicht hat es wirklich mit der wirtschaftlichen Entwicklung der Türkei zu tun. Also man muss auch die Seite betrachten. Ja, die Wirtschaft ist jetzt nicht gerade, ist doch, nicht mehr gut. Für viele junge Leute ist Türkei momentan attraktiv, muss man ehrlicherweise sagen. Im Moment? Doch, also momentan höre ich das von Jugendlichen. Das stelle ich in Frage. Sehr oft. Also die hier einen Beruf gelernt haben und in der Türkei solche Berufe gebraucht werden, die kriegen gutes Geld, die haben dort für ihre Verhältnisse gutes Leben. Und Türkei lockt momentan viele Jugendliche, türkische Herkunft, das wirklich Arbeitsmarkt der Türkei. Das sagte mal auch Sigmar Gabriel zu mir früher. Nein, im Augenblick ist genau das Gegenteil. Aber wir haben eine Sache vergessen. Und das ist ganz richtig, dass der Islam spielt natürlich eine sehr große nicht Rolle. Nicht der Islam, sondern ein fundamentalistischer Islam. Also der politische Islam. Erdogan hat eine Sache gemacht. Der hat wirklich im Grunde
etwas infiltriert, gerade mit den Imamen zum Beispiel. Ja. Und da hat die deutsche Regierung, egal welche, einen großen Fehler gemacht, das wirklich in die Hände von Erdogan zu geben und des Regimes, dass wir Imame haben, die in der Türkei ausgebildet werden, hierher kommen, wir können sie nicht kontrollieren. Und der Einfluss dieser Imame auf die Eltern dieser Jugendlichen ist sehr groß, weil die gesamte Familie hat einen sehr großen Einfluss auf diese Jugendlichen. Und diese Jugendlichen werden auch dazu erzogen, auch dieses Deutsche, die deutsche Mentalität, das Christentum und so weiter abzulehnen. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, warum das wirklich auch so ausgegangen ist. Aber trotzdem erklärt es noch nicht, warum diese Gruppe sozusagen sich offensichtlich mehr abkapselt als andere. Es gibt Studien, auch da jetzt wieder Hans Seidel hat es gerade noch mal festgestellt, die sagen, also die türkischstämmigen Migranten gehören zu den am schlechtesten Integrierten. Warum passiert da offensichtlich die Bildung einer, wie man sie so schön nennt, Parallelgesellschaft schneller oder anders als in anderen Gruppen? Ja, also die Imame und auch DITIB als sozusagen fünfte Kolonne Erdogans hier in Deutschland spielt da eine ganz große Rolle. Wenn wir uns anschauen, welche Propaganda auf DITIB-Seiten gemacht wird, dann ist es immer anti-integrativ. Dann wird gehetzt gegen Christen, dann wird gehetzt gegen Juden, dann wird gesagt, du darfst keinen Ungläubigen zum Freund haben. Das ist ja sogar Bestandteil von Freitagspredigten. Und dann habe ich doch gar keine Fragen mehr. Wenn jemand glaubt, dass das richtig ist und der Imam ist eine Autorität, dann sagt er, naja, also in der Schule, jetzt will ich mich mal nicht mit meinen nicht-muslimischen Klassenkameraden befreunden, weil da verspiele ich nachher das Himmelreich. Ja, und ich habe wirklich Kontakt. Das heißt dann doch, der deutsche Staat ist schuld. Der deutsche Staat ist im Unkenntnis. Nein, der deutsche Staat, wir haben unterschiedliche Entwicklungen. Ich fand es sehr berührend, was Sie erzählt haben, aus Ihrer Erfahrung, welche Diskriminierung Sie erlebt haben. Was ich absolut nachvollziehen kann, dass einen das sehr prägt. Heute sind wir in einer anderen Phase. Ja. Heute schwingt der Staat in die andere Richtung, in einem vorauseilenden Gehorsam, in einer Toleranz. Ein Beispiel in den Schulen. Mhm. Es gibt in Rheinland-Pfalz bei uns eine Handreichung des Bildungsministeriums, wo Eltern empfohlen wird schon, dass das Mädchen in einer Schwimmburka Sportunterricht teilnimmt. Das heißt schon vorauseilend, dass man entgegenkommt und einen Unterschied macht. Dass Familienmitglieder bei der Klassenfahrt mitfahren. Dass es sogar Schulleiter gibt, die bei einem Elternsprechtag akzeptieren, dass ein Vater nicht mit einer Frau reden will, weil sie Klassenlehrerin ist. Das sind alles Dinge, wo wir sagen, ja, wir müssen irgendwie zusammenleben. Da sage ich ganz deutlich, wir haben in ganz klaren Werten nicht dafür gesorgt, dass diese Werte auch klar sind, was uns wichtig ist. Ja, vielleicht fangen wir damit spät an. Ich möchte Ihnen gerne das Beispiel eines jungen Mannes geben, den in Deutschland, glaube ich, jeder kennt. Und dessen Geschichte und Kindheit vor allem die Frage illustriert, wer ist denn schuld, wenn Integration nicht gleich klappt? Ist es der Staat, sind es die Eltern? Das ist die Kindheitsgeschichte von Mesut Özil. Mesut Özil gilt als begnadeter Fußballer, wurde mit der Nationalmannschaft 2014 Weltmeister. Geboren 1988 in Gelsenkirchen. Enkel türkischer Großeltern, die Mitte der 60er Jahre als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen waren. Obwohl Mesut Özil zur sogenannten dritten Generation der Zuwanderer gehört, sprach er als Kind kein Deutsch, wie er jetzt in seiner Biografie schreibt. Bis zu meinem vierten Lebensjahr habe ich nur Türkisch gesprochen, zu Hause sowieso immer. Aber auch sonst gab es für mich ja keine Berührungspunkte mit der deutschen Sprache. Weil ich nicht in den Kindergarten ging, kam ich nicht in die Verlegenheit, die Sprache lernen zu müssen. Als Mesut Özil in die Vorschule kommt, ändert sich interessanterweise daran so gut wie nichts. 99% aller Schüler dort waren Ausländer. Die Lehrer unterrichteten zwar auf Deutsch, aber in den Pausen, auf dem Schulhof und auf dem Nachhauseweg redete natürlich niemand von uns in der fremden Sprache. Und so musste ich fast nie Deutsch sprechen. Ich lernte die Sprache meines Geburtslandes im Schneckentempo. Türkische Eltern, die mit ihren Kindern nur Türkisch sprechen. Und Schulen, die Migrantenkinder in reinen Ausländerklassen unterrichten. Ist Mesut Özil das typische Beispiel für mangelhafte Integration? Aber man muss dazu sagen, der twittert heute in drei Sprachen, ja? Also oder vier wahrscheinlich. Herr Bademso, ist das ein typisches Beispiel? Und wer versagt denn dann, wenn ein Kind, das in Deutschland geboren ist, bis zum vierten Lebensjahr nicht Deutsch spricht und in der Schule dann auf lauter Kinder trifft, denen es ganz genauso geht? Sind das die Eltern oder der Staat? Oder beide?
Beide auf jeden Fall. Also die Schuldfrage kann man nicht jetzt so einfach auf den deutschen Staat oder auf die türkische Gesellschaft schieben. Was aber sehr wichtig ist, die deutsche Politik hat wirklich in diesem Punkt sehr große Fehler gemacht. Diese falsche Toleranz, das so zu überlassen, Kinder zum Beispiel nicht in Kindergärten zu schicken, Ausländerklassen zu machen, die DITIB zuzulassen und so weiter, Integration nicht zu wollen, weil die ersten 10, 20 Jahre der Immigration war ja so, dass man die Integration nicht wollte. Das schreibt er. Er schreibt, seine Großeltern bekamen einen Zettel, da stand einfach nur drauf, wann sie zur Arbeit gehen sollen und Richtig. Wie sie sich da verhalten sollen. Die Mutter, die dann in Deutschland war, hat auch schon zu Hause kein Türkisch gesprochen. Die war voll berufstätig. Das heißt also, sie hat gar nicht aus böser Absicht zu Hause kein Deutsch gesprochen. Die hatte einfach viel zu tun. Die musste arbeiten. Und so kommt es. Aber warum hat der deutsche Staat denn, Frau Önay, so spät eingegriffen und hat das zugelassen? Weil wir jahrelang einfach die Realität verweigert haben, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Diese Erkenntnis kam doch erst irgendwie, nachdem Rot-Grün an der Regierung war und 2005 das Zuwanderungsgesetz auf den Weg gebracht hat, das Integration verbindlich geregelt hat. Früher sind die Menschen gekommen, sind in irgendwelchen Hinterhauswohnungen verschwunden. Wir hatten überhaupt keinen Zugriff auf diese Menschen. Jetzt müssen die, oder seit 2005, müssen die Menschen an sogenannten Integrationskursen teilnehmen. Und wenn sie diese Kurse nicht bestehen, dann kriegen sie auch keinen Aufenthaltsstatus. Also es ist ja in der Zwischenzeit ist etwas passiert. Wir haben viel Zeit verloren. Aber das ist verschüttete Milch. Lassen Sie uns doch einfach nach vorne schauen. Ja, wir können ja nicht einem vierjährigen Kind vorwerfen, dass es in einer Klasse ist, wo nur Ausländer sind. Da müssen wir doch gucken, wie gehen wir damit um. Um das klarzustellen, das ist eben überhaupt gar kein Vorwurf. Ich finde, dieses ein mutiges Buch, dass jemand tatsächlich einfach beschreibt, was er erlebt hat. Ist ja ein Vorteil. Genau, diese Durchlässigkeit, das müssen wir uns aber doch fragen müssen, was in Gottes Namen läuft schief, wenn die Gesellschaft drumherum es zulässt. Frau Klöckner, Sie sagen, ja, wir müssen jetzt meine Meinung sagen. Wir müssen jetzt darauf achten, dass die Schüler das und das sofort... Naja, ziemlich alibimäßig eingeladen worden, habe ich gefühlt mittlerweile. Aber stimmt sofort, aber stimmt das nicht, was Frau Önay sagt? Es wurde immer gerade auch von der CDU gesagt, wir sind kein Einwanderungsland. Dann bleibt ihr schon mal unter euch und irgendwann mal geht ihr Nein, also diese Analogie zu sagen, ob man Einwanderungsland sagt, ja oder nein, sagt noch nichts darüber aus, ob man gute Integration macht, ja oder nein. Es gibt eine sehr unterschiedliche Vorstellung zwischen Rot-Grün und auch der Union, was Integration heißt. Wir haben zum Beispiel ein Integrationsgesetz vorgeschlagen, wo wir noch mal klar machen, dass zum Beispiel wer Wert darauf legt, dass die Frau nur in einen gleichgeschlechtlichen Integrationskurs gehen darf. Das haben wir alles. Und wir haben auch von Rot-Grün das Zugeständnis, dem nachzukommen. Das ist schon mal, finde ich, eine falsch verstandene Integration, weil nachher der Arbeitsmarkt auch nicht geschlechtergetrennt ist. Wenn wir es zulassen, dass auch ein Männer- und Frauenbild weiter hier in Deutschland gelebt werden kann und wir das abtun als eine Kultursensibilität, dann geht was schief. Mhm. Und deshalb sage ich, Frau Maischberger... Frau Önay, müssen Sie es wahrscheinlich eher... Naja, aber Sie haben mich ja was gefragt. Ja, das stimmt. Deshalb sage ich, wir können natürlich zurückschauen, was haben wir alles falsch gemacht. Ich finde es auch nicht fair. Ich finde es auch nicht fair. Übrigens den Generationen von Politikern vor uns. Heute sind wir alle schlauer. Das wissen auch Medienleute, wenn es um die Frage von Integration geht oder nicht geht. Und deshalb ist mir wichtig, was wir heute tun. Gut. Und heute tun heißt, auf Schulklassen zu schauen. Wir können es nicht zulassen, dass wir in gewissen Stadtteilen Schulklassen haben mit 80-90% Ausländerkindern, die untereinander nur ihre Sprache und nicht Deutsch sprechen. Ja. Das muss sich ändern. Aber waren Sie das nicht die Union, die das Elterngeld eingeführt haben? In der Zeit habe ich nämlich gesagt, Elterngeld, das bedeutet im Grunde für diese türkischen Familien, dass sie das Geld kassieren und ihre Kinder dann nicht in den Kindergarten schicken. Nein, das Elterngeld gibt es ja weiterhin. Also, ja, aber das ist katastrophal. Das ist, glaube ich, nicht das Thema. Die Frage ist ja, haben wir eine gute Abmischung in den Schulen, in den Schulklassen? Das ist auch ein Thema, tatsächlich, das diskutiert wurde in diesem Zusammenhang. Herr Ceyhun wollte etwas sagen. Ja, ich finde es ziemlich unglücklich momentan. Die Debatte ist toll, aber dass man dann, während man über Integrationsdefizit in Deutschland redet, als Grund
von DITIB von Erdogan redet, das finde ich momentan sehr, sehr unglücklich. Also ich weil weiß, man das trennen muss, weil das zwei Paar Schuhe ist. Ich rede momentan Dinge, die man nicht hören will. Ich weiß, dass ich momentan hier falscher Gast bin. Warum? Alles mir, ja klar, also wenn Sie jetzt nach Minuten rechnen würden, einzige Position, die ich hier vertreten soll, wie oft überhaupt Gelegenheit haben durfte, wir reden ja über die Türkei und Opposition und so weiter. Genauso ging es mir, wenn wir so betrachten würden. Aber ganz ehrlich, DITIB-Äußerungen zum Beispiel. Wenn wir über DITIB reden, sollten wir, also ich bin kein DITIB-Befürworter. DITIB muss erreicht, man vielleicht für die, ja, dann muss man erklären, sagen, was das ist. Was das ist, DITIB ist eine, ein Verein, der für soziale, kulturelle, religiöse Fragen der türkischstämmigen Moscheengemeinden in Deutschland zuständig ist. Ein Partner, mit dem der deutsche Staat häufig zusammenarbeitet, wenn es eben um die Fragen von Erziehung, von Moscheen und religiöser Bildung ist. Der größte, ist der größte muslimische Verband in Deutschland. Dieser DITIB steht dem türkischen Staat in einer gewissen Art und Weise. Gucken Sie mal, ich habe in Hessen ein paar Jahren als Leiter von Einwanderungsbüro gearbeitet sogar. Ich weiß, worüber ich rede. Mhm. DITIB erreicht die Jugendliche überhaupt nicht. Also wenn die Jugendliche nach ihrer Meinung nicht richtig sich integrieren lassen. Ja, aber DITIB ist überhaupt nicht so erfolgreich. Übertreiben wir alles nicht. Und dann Erdogan, Sie sagen immer, er ist gegen Integration. Gut, er sagt immer, integriert euch. Und er ist derjenige, der bleibt. Na. Er sagt immer, bleibt dort, wo ihr lebt und wo ihr arbeitet. Also wenn wir kritisieren, dann sollten wir fair sein. Also ich reagiere ja nicht, weil ich Respekt habe, was Sie äußern. Aber manchmal werden solche Dinge gesagt. Was hat mit Integrationsdefizit Deutschlands? Diese Sachen denke ich öfters. Also wenn Sie Erdogan kritisieren wollen, dann herzlich willkommen, tun Sie es. Aber das hat wirklich mit Großintegrationsdefizit dieses Landes überhaupt nichts zu tun. Gut, jetzt haben Sie das Thema aufgegriffen. Vielleicht kann Frau Schröder die Frage, war ja genau, was ist in den letzten 15 Jahren passiert? Warum hat trotz all der guten Maßnahmen, die eingeleitet worden sind, warum gibt es trotzdem eine Abkapselung, auch gerade der jungen Generation, der Leute, die in Deutschland geboren und aufgewachsen sind? Und da habe ich einige Erklärungen für gegeben, die auch damit zusammenhängen mit der Rolle von DITIB, mit dem größten Moscheeverband in Deutschland, der fast 1000 Gemeinden hat, hierarchisch organisiert ist, unter der Leitung und auch der finanziellen Autorität der türkischen Religionsbehörde Volga-Russen, in Ankara. Deutschland, Volga-Russen, bleiben wir doch mal bei pardon, Volga-Deutschen waren keine Muslime. Ja. Oder Italiener, die jahrelang hier genauso gleiche Probleme gehabt haben, waren keine Muslime. Und für sie gab es keinen Verein DITIB. Also wir sollen da wirklich ehrlich, warum sind ein anderes Thema, genau gleiche Integrationsprobleme. Also Herr Ceyhun, wenn Sie das Thema auf den... Dann sollen wir noch fairer sein. Nee, aber wenn Sie das Thema schon ansprechen, dann wollen wir es doch mal aufgreifen und die Frage diskutieren tatsächlich, inwieweit stimmt der Vorwurf, dass die Regierung von Herrn Erdogan in Deutschland sozusagen über unter anderem DITIB bestimmt, was politische, ideologische und religiöse Richtlinien sind. Frau Schröter, inwieweit stimmt dieser Vorwurf? Gibt es diesen langen Arm Ankaras nach Deutschland hinein? Lässt sich das belegen? Ja, selbstverständlich lässt sich das belegen. Wir brauchen uns bloß die Struktur anzuschauen, in welchen DITIB-Gremien welche Beamten des türkischen Staates sind. Das ist festgelegt in der Satzung. Dass das in allen relevanten Gremien ist die Mehrheit Diyanet-Vertreter, das heißt Diyanet ist die türkische Religionsbehörde. Das heißt, es wird innerhalb der Organisation, die wie gesagt eine hierarchische Organisation ist, es kann keine Entscheidung gefällt werden, die gegen das türkische Religionsministerium hat das türkische gerichtet Religionsministerium war vereinbart vor Erdogans Zeit zwischen Agenda Deutschland hier und Türkei. Also worüber wir reden. Gibt es ein Ziel, gibt es einen Vorwurf, den Sie da formulieren, dass Sie sagen, die wollen genau das etablieren hier in Deutschland? Ja, dann schauen wir uns an, was dort gepredigt wird. Das ist der zweite Schritt. Das eine ist, diese Organisation kann nicht unabhängig agieren, wie immer behauptet wird. Das zweite ist, alle Imame werden aus der Türkei entsandt, für eine bestimmte Zeit auch nur, dann werden sie wieder zurückbeordert. Die stehen alle auf der Gehaltsliste der türkischen Regierung. Das hat aber einen Grund. Das hat eine, so, wie sie über die Gründe können wir gleich sprechen. Nein, das wurde von den Imamisten. Das hat mit Erdogan nichts zu tun. Das hat wirklich nichts mit Erdogan zu tun, obwohl ich kein Erdogan-Fan bin. Das wurde damals von den Kemalisten eingerichtet, weil man einen staatlich kontrollierten Islam haben wollte und keinen islamistischen Einfluss. Selbstverständlich. Sie hatten damit keine Probleme. Einer nach dem aber was heißt sonst kontrollieren? Zu Hause keiner mehr der Grund Laizismus, das Wort Laizismus ist hier ganz wichtig. Deshalb wurde das gemacht, damit die Imame genau diese Radikalisierung
nicht machen. Das genau. Richtig. Und das ist jetzt verkehrt. Aber der türkische Staatsislam, der immer sehr, der türkische Staatsislam, der immer sehr liberal war. Damals die Militärimame sollten. Ach, jetzt machen Sie es nicht. Doch, es ist sogar schwarz auf weiß. Wir reden über eine Organisation, die gar nicht mal so eine Organisation ist. Wir reden darüber, Sie glauben, Herr Bademso, es gibt einen Einfluss, der eben über diese Organisation in Deutschland ausgeübt wird? Ja. Ja, die ist auch sowieso gerade auch bewiesen worden, weil Imame darauf gedrängt worden sind, Namen zu nennen von Gülen-Anhängern oder Neinsagern und so weiter. Das ist die Tätigkeit. Also natürlich. Wurde nur behauptet. Heißt das, nein, Frau Oehner, ist bewiesen. Sie haben ja mit DITIB auch zusammengearbeitet. Ja. Fast alle Landesregierungen genau. haben das getan. Es ist einer der wichtigsten Partner in der Integration. Genau. Darf man also mit DITIB nicht mehr zusammenarbeiten, solange Herr Erdogan jetzt eben dieser Regierung vorsteht und möglicherweise die Richtlinien bestimmt? Man muss DITIB ganz klar machen, dass Spionage auf keinen Fall akzeptiert wird und dass Denunziation auf keinen Fall akzeptiert wird. Aber die andere Frage ist, wird hier eine Ideologie, etwas gegen, was unserer Verfassung widerspricht, in Deutschland verbreitet, ja oder nicht? Das in Einzelfällen, wenn es das gibt, wird der Staat aktiv. Es gab Imame, die bereits des Landes ausgewiesen wurden, weil sie offenbar Hasspredigten abgehalten haben. Bei DITIB ist es in der Tat so, das ist eine staatliche Behörde, das ist das Amt für Religionsangelegenheiten. Das hat natürlich eine Anbindung an den türkischen Staat, weil es so geschaffen wurde. Genau, weil es so ist. Nur das Problem ist nicht DITIB, sondern das Problem ist die Regierung in Ankara, die natürlich DITIB anleitet. Als es kemalistische Regierungen gab, gab es mit DITIB kein Problem. Jetzt gibt es natürlich ein Problem, weil wenn Herr Erdogan DITIB instrumentalisiert für seine eigenen Vorstellungen, dessen, was guter Islam, was schlechter Islam ist und welche Muslime gut und welche schlecht sind, dann ist das natürlich ein Problem. Und deswegen müssen wir auch DITIB deutlich machen, dass wir diese Verhaltensweise oder auch diese Praktiken in keiner Weise hinnehmen wollen. Ja, und man muss auch deutlich sagen, dass DITIB in der Situation nicht behaupten kann, es hat den Vertretungsanspruch für die Muslime. Auch für Religionsunterricht an Schulen. Und, also zu verhandeln mit DITIB für Religionsunterricht an Schulen, so etwas scheitert. Denn DITIB hat nur den Anspruch, dass nach einem türkischen Verständnis Religionsunterricht gehalten wird in Deutschland. Und sie stehen für einen Bruchteil von muslimisch gläubigen Menschen. Insofern sind wir jetzt in einer ganz anderen Phase. Und es gibt Phasen, in denen man neu justieren, neu denken und Konsequenzen ziehen muss. Und DITIB also nicht. So, Sie haben diese Debatte hier reingetragen, Herr Ceyhun, weil Sie wollten sagen, das ist nicht richtig. Ich finde auch immer, wenn wir kein DITIB hätten, wollte ich die Debatte dann hören, was man erzählen würde, was man dann künstlich schaffen würde. Also wirklich, DITIB-Debatte ist für mich eine künstliche Debatte, ganz ehrlich. Bilkay hat eben richtig gesagt, DITIB ist damals von Militärherrschaft extra geschaffen worden, um hier die Türken zu kontrollieren. Atatürk wusste nicht mal von DITIB. So diskutieren wir über Türkei. Aber die Frage ist ja, welcher Einfluss heute dann ausgeübt wird. Nach meiner Meinung hat DITIB keinen großen Einfluss. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Gut, natürlich, ja. Verstehen Sie, dass die Menschen auch hier misstrauisch sind, wenn sie eben lesen, das ist auch jetzt viel zitiert worden, es gibt dieses Gedicht, das hat Erdogan in der Zeit zitiert, als er noch Oberbürgermeister war in Istanbul, in dem er schreibt, die Demokratie ist nur ein Zug, auf den wir aufspringen, bis wir unser Ziel erreicht haben. Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette unsere Bajonette, die Kuppeln unsere Helme und die Gläubigen unsere Soldaten. Stehen Sie das, die Menschen, denn wenn Sie das lesen und glauben, das ist das, was ihn treibt, misstrauisch sind, wenn dann hier auch in Deutschland Menschen für ihn stimmen? Das ist ein Gedicht von einem berühmten türkischen Dichter. Ich weiß, er hat zitiert, und, er musste dafür ins Gefängnis. Verstehen Sie, dass man misstrauisch wird? Ganz genau, Demokratie und so weiter, aber egal. Dieses Gedicht spielte damals eine Rolle, warum er ins Gefängnis gehen sollte. Mhm. Das war falsch nach meiner Meinung. Also man darf nicht, weil man ein Gedicht vorgelesen hat, nicht verhaftet werden. Aber ist das ganz anderes mit den Leuten? Sie kennen ihn ja. Es ist das, was er denkt. Er denkt so nicht, natürlich. Ich kenne ihn. Er denkt so nicht. Was macht er? Er denkt so nicht? Nein, natürlich denkt er so nicht. Was ist denn aber seine Politik? Ich verstehe überhaupt nicht, was Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, in diesem Sinne in Deutschland falsch gemacht hätte. Er hat Integration bis jetzt immer gefordert. Sie sind dagegen. Ist ja okay, Sie wollen das nicht sehen, sehe ich ein. Natürlich, wir wollen es nicht sehen.
gucken Sie mal, 63%, diese sogenannten 63%, davon sind sehr viele Jugendliche, alle sind gut ausgebildet, alle sprechen sehr gut Deutsch, also ich kann nicht mal so Deutsch reden, weil ich mit 20 gekommen bin, die sind alle hier geboren worden und perfekt Deutsch sprechen sie. Sie haben in der Gesellschaft überhaupt keine Probleme, sie sind anerkannt, also ich meine von Menschen, die AKP-Party unterstützen und Ja-Stimmen abgegeben haben. Also ja da sind sehr viele Jugendliche und die haben auch mit Deutschland keine Probleme. Sie arbeiten auch hier, sie sind erfolgreich. Deswegen verstehe ich momentan diese Debatte in dem Sinne nicht, was es mit Erdogan zu tun hat. Sonst bei Integration-Debatte bin ich mit dabei. Viele, das verstehe ich. Das Problem ist, Sie haben kein Problem mit Deutschland, Sie bekommen aber eins, weil nämlich die, die mit Ja gestimmt haben, tatsächlich eine Debatte hier ausgelöst haben, von großer Verunsicherung und die Frage, wie geht man mit denen um? Ein Beispiel. Wenn Sie Doppelstaatler sind, wählen Sie auch CDU. Warum redet keiner darüber? Dann könnten Sie sagen, ich will von diesen Türken keine Stimmen haben. Also sind wir so weit? Ja, doch, es gibt Menschen, die sind so weit. Ich frage aber eine CDU-Politikerin momentan. In Rheinland-Pfalz sollten diese Türken sie nicht wählen. Doch. Also ich habe ein, also gerne, wir können gerne, erstmal gibt es erstmal freie Wahl bei uns. Und ja, ich diktiere überhaupt keinem, wen er zu wählen hat. Ich freue mich, wenn die CDU gewählt wird. Ja. Aber wenn Sie sagen, diese Menschen haben überhaupt keine Probleme. Ich kann nur sagen, ich habe aber Probleme mit Menschen, die hier etwas in Anspruch nehmen, zu Recht in Anspruch nehmen, da haben Sie ein Recht drauf, aber es in einem anderen Land nicht gönnen. Sie wählen das Gegenteil von dem, wofür Deutschland hier steht. Und mir hat auch gefehlt, dass sich diese Türken auch gegen Erdogan gewandt hätten mit seiner Behauptung, Deutschland sei ein Nazi-Deutschland. Ich will das wirklich noch mal zur Sprache bringen, weil wir eine Geschichte haben, mit der wir, finde ich, richtig auch kritisch umgehen müssen, sehr, sehr kritisch, dass sich das nicht wiederholt. Und da wünsche ich mir wirklich auch nicht, dass man sich das rauspickt, was man gerne hätte. Demokratie ist sehr umfassend. In Rheinland-Pfalz kenne ich nur Sie, sonst niemanden als Politikerin. Und ich habe Sie immer wirklich mit Respekt bis heute beobachtet. Ich respektiere Sie auch. Deswegen sage ich ganz ehrlich, ich verstehe Sie, was Sie meinen. Aber in der Türkei oder hier haben die Leute über eine Verfassung entschieden, die erstmalig von Zivilisten entworfen wurde. Das und haben Sie schon gesagt. Die alte Verfassung, gucken Sie mal, Sie kritisieren die alte überhaupt nicht. Nein, also, was meinen Sie, was in Deutschland entschieden worden ist? Möchten Sie, dass die Türken noch immer mit einer alten faschistischen Verfassung ihr Leben fortsetzen sollten? Okay, das ist ein Punkt, den haben Sie schon genannt. Ja. Ich glaube, das haben wir einmal schon gehabt. Die Frage tatsächlich ist, was macht es? Weil wir werden, glaube ich, nicht einig werden darüber, wie man dieses Referendum zu betrachten hat. Sie sagen, es ist eine gute Verfassung, eine ganz große Mehrheit anderer, zum Beispiel auch des Europarats, sagt, das ist überhaupt gar keine gute Verfassung, das geht auf den Weg zur Diktatur. Deshalb also das muss man zur Kenntnis nehmen. Aber was macht es mit den Türken und den Türkischstämmigen hier im Land? Es gibt zum Beispiel eine Forderung, die ist nicht neu. Sie ist schon vor dem Referendum einmal wieder aufs Tableau gekommen. Aber jetzt natürlich vor diesem Hintergrund, vor dieser Abstimmung, bekommt sie eine ganz andere Dynamik. Und die lautet, nehmt den Türken den Doppelpass weg. Es geht um diejenigen, die in Deutschland geboren werden und deren Eltern beide nicht Deutsche sind. Um die Fälle geht es. Die sollen beide Staatsbürgerschaften bekommen, auch die Deutsche bekommen und die ihrer Eltern, und sich dann zwischen 18 und 23. Lebensjahr entscheiden, welche sie behalten wollen. Und ich finde, diese Entscheidung kann man auch abverlangen. Dezember 2016. Überraschend beschließt der CDU-Parteitag, ausgerechnet den Doppelpass wieder abschaffen zu wollen. Ein Prestigeprojekt der SPD in der Großen Koalition. Seit 2014 können Kinder von ausländischen Eltern beide Staatsangehörigkeiten behalten, wenn sie in Deutschland geboren sind und 8 Jahre in Deutschland gelebt haben. Oder 6 Jahre zur Schule gegangen sind oder einen deutschen Schulabschluss oder eine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Bis 2014 mussten sich die Kinder spätestens mit 23 Jahren für eine Staatsbürgerschaft entscheiden. Diese sogenannte Optionspflicht will die Union wieder einführen. Wer Deutscher sein will, soll den anderen Pass abgeben. Eine Forderung, die nach dem Erdogan-Referendum neue Unterstützer findet. Frau Klöckner, unter anderem Sie. Auf dem Parteitag, als Jens Spahn geredet hat und die Junge Union den Antrag gestellt hat, haben Sie noch dagegen gestimmt. Jetzt aber sagen Sie tatsächlich, der Doppelpass hilft nicht zur schnelleren Integration. Warum sollen die Türken ihn ab einem gewissen Generationenschnitt nicht mehr haben? Ich will es konkretisieren. Ich habe dagegen gestimmt, dass wir es in dieser Legislatur ändern, weil es ist schon noch ein Unterschied. Absolut, weil es in dieser Legislatur, das war diese Fragestellung. Genau.
Grundsätzlich glaube ich nicht, dass der Doppelpass ein Instrumentarium ist, um eine bessere Integration hinzubekommen. Also die deutsche Staatsbürgerschaft kann am Ende einer gelungenen Integration stehen und darf nicht das Instrumentarium sein, damit irgendwie Integration gelingt. Und wir müssen, glaube ich, noch ein bisschen mehr differenzieren. Es geht nicht darum, nehmt den Türken, den Deutschen oder den Doppelpass weg. Ich hab's überspitzt. Das ist so wirklich nicht der Fall. Es geht um eine kleine Gruppe, um die Frage, ob in alle Ewigkeit hin der Doppelpass, der bei der ersten Generation berechtigt sein kann, wegen der Verwurzelung, der beider Verwurzelung, ob der in alle Ewigkeit hin einfach weiter vererbt wird. Und da bin ich dankbar, dass die Grünen, zum Beispiel Cem Özdemir, jetzt auch auf unseren Vorschlag, so wird es wohl auch in unser Wahlprogramm Eingang finden mit diesem Generationenschnitt, dass wir dann sagen, es kann nicht auf alle Ewigkeiten hin etwas vererbt werden, eine Verwurzelung, die gar nicht da ist, also von einem von Kind, Eltern, das hier geboren ist. Die gekommen sind, die haben ihn noch, aber dann, wenn die selber noch Kinder bekommen, dann sollen die hier geboren sind, die überhaupt keine Verwurzelung haben. Die kriegen einfach einen deutschen Pass und aus die Maus. Was heißt aus die Maus? Ich kriege auch keinen anderen Pass einfach so. Also ich glaube, einen Pass zu haben und eine Nationalität zu haben, das ist nicht irgendetwas, was ich mir mal mitnehme und schaue mir mal ein paar Prospekte an. Das hat schon eine andere Bedeutung. Das war zu sehr laut, Herr Bademsoy. Finden Sie es eine gute Idee? Sie sind ja Inhaber von zwei Pässen, einem türkischen und einem deutschen. Mir ist es vollkommen egal im Grunde, wirklich egal. Wirklich? Und das war es auch. Ich finde auch diese Debatte um die doppelte Staatsbürgerschaft im Grunde jetzt absurd. Warum? Ich glaube nicht, dass das wirklich eine große Rolle spielt bei den Türken, dass sie jetzt beide Pässe haben. Das ist es nicht. Es bringt nur einfach behördliche Einfachheiten, Einreise in die Türkei, Erbschaften und so weiter. Aber sonst für die Identität haben diese beiden Pässe überhaupt keine Bedeutung. Für mich jedenfalls. Ich habe sogar vor, dass meine Kinder auch den türkischen Erdogan Pass. Für Erdogan, für die so Politik hat das sie eine. Sie wollen, dass Ihre Kinder einen türkischen Pass? Ja, dass sie auch den türkischen Pass irgendwann bekommen. Warum? Weil ich Türke bin, weil ich aus der Türkei komme, weil ich merke, dass meine Kinder, die lehnen das jetzt im Augenblick noch ab. Wollen wir mal sehen. Aber also für mich spielt das aber keine Rolle, ja, weil das ist nur ein für Papier. Erdogan spielt es eine Rolle, wie Frau für Erdogan spielt es eine Rolle. Also die Gretchenfrage kommt dann, wenn Herr Erdogan das umsetzt, was er vorhat, also was er jedenfalls angekündigt hat, nämlich ein Referendum über die Einführung der Todesstrafe in der Türkei. Ja. Da gibt es Stimmen aus vielen Lagern, die sagen, also spätestens dann sollen die Türken, die dafür mit Ja stimmen, den deutschen Pass abgeben. Ja, gut, das kann absurd. Das ist eine demokratische Wahl. Dann sollen Sie wählen, was Sie wollen. Sie haben, ich glaube, Sie haben zwei Pässe gehabt und haben einen abgegeben, als Sie Ministerin wurden, und zwar den türkischen, weil Sie gesagt haben, ich kann nur in einem Team spielen. Also ich will es noch mal kurz erörtern. Ich hatte zwei Pässe, ganz legal, und habe, als ich Ministerin wurde, den türkischen Pass abgegeben, einfach weil ich diese Loyalitätsfrage nicht immer mit Fragezeichen im Kopf beantworten wollte. Das Interessante war, ich habe meinen türkischen Pass abgegeben. David McAllister war damals niedersächsischer Ministerpräsident, hat zwei Pässe, nämlich den britischen und den deutschen. Bei ihm war es überhaupt kein Problem, obwohl er Ministerpräsident war. Deshalb frage ich, warum wäre es denn ein Problem bei mir gewesen? Frau Klöckner, warum wäre es ein Problem? Das wird sehr häufig miteinander vermischt. Erstens bei David McAllister. Es wäre auch umgekehrt so, auch Ihre Kinder oder andere Kinder könnten beide Pässe haben, wenn ein Elternteil Deutscher ist. Das ist ganz klar. Zweiter Punkt ist, wir sind innerhalb der EU und natürlich spielt es eine Rolle, ob es... Ja, noch, aber ich glaube, damals wurde die Debatte nicht mit Blick auf einen künftigen Brexit geführt. Und deshalb in der EU zu sein, also europäischer Staatsbürger zu sein, das ist auch eine Wertigkeit der EU, das halte ich absolut für richtig. Mhm. Es gibt zum Beispiel auch Beibehaltungsabkommen, das gibt es ja auch, Doppelpässe zum Beispiel, Iran oder Marokko entlässt die eigenen Leute nicht aus der Staatsbürgerschaft. Mhm. So etwas gibt es ja alles. Also wir tun hier gerade so, als gibt es jetzt hier einen Fallbeil, aber man muss doch darüber reden und darüber diskutieren, ob ein Doppelpass automatisch über Generationen hinweg einfach so vererbt wird. Glauben Sie denn, dass jemand, der zwei Pässe hat, in Wahrheit eben einen Loyalitätskonflikt hat? Oder ach, das kann man so pauschal gar nicht sagen. Aber wenn am Ende sagen, ist es auch entscheiden. Das nein, darf aber ja Jens Spahn. Ja, nochmal, das eine schließt ja das andere nicht aus. Es hat ja auch was, sagen wir mal, mit einer Gesinnung zu tun. Der Pass alleine sagt mir noch nicht, wie ich ticke. Eben. Aber am Ende ist es so, dass es durchaus keine Zumutung ist, sich für einen Staat, eine Nation zu entscheiden. Mhm. Sie wissen ja auch, wenn es um den Militärdienst in der Türkei ging,
Da war es ja so, als wir die Wehrpflicht noch hatten, musste man in der Türkei die Wehrpflicht nicht ableisten. Wehrpflicht ist bei uns abgeschafft worden, also musste man sie ableisten oder mit 6.000 Euro sich freikaufen. Das sind Punkte, wo am Ende, finde ich, in der Frage, wenn einer hier geboren ist und mehrere Generationen schon hier ist, dann schon die Frage ist, willst du den deutschen Pass oder einen anderen? Aber dann habe ich jetzt eine Frage. Warum hat die CDU die Optionspflicht zusammen mit der SPD abgeschafft, wenn sie sie dann wieder hintenrum ein, also wenn sie wieder die Optionspflicht dann einführen hat die will? SPD Hartz IV eingeführt und will es jetzt wieder zurückabwickeln. Okay. Weil Korrekturen notwendig sind. Das Bürgerschaft betrifft, mit Begriff habe ich auch Probleme, muss ich sagen. Also das war immer von Anfang an falsch. Das Doppel hat immer irgendwas Negatives bei vielen Köpfen verursacht. Mehrstaatigkeit als Begriff für mich heißt, ich will kommen in jedem Land. Also das ist für mich keine deutsche Debatte, wie Sie sagen. Das ist globales. Ja, Mehrstaatigkeit ist immer herzlich willkommen für mich als eine praktische Angelegenheit. Beispiel, in Alanya in der Türkei leben sehr viele Deutsche. Und wenn Sie heute deutsche Staatsangehörigkeit haben als Deutsche, ganz normal, aber trotzdem auch zusätzlich türkische brauchen, weil sie dort Häuser gekauft haben, eventuell ein Geschäft besitzen und das macht das Leben viel einfacher. Weiß ich selber auch. Und dann hätte ich überhaupt nichts dagegen. Warum sollten diese Menschen nicht dadurch Mehrstaatigkeit genießen, weil sie ihr Leben leichter durchführen können? Weil ja, ohne es manchmal ist aber sehr egozentrisch. Ja, ohne Zweifel. Aber ohne Zweifel hat man Vorteile. Ja, natürlich hat man Vorteile. Ja, aber ich würde Sie gerne da noch mal fragen, weil Sie das so schnell abgetan haben. Sie sind ein Gegner der Todesstrafe. Ja. Wenn, da, wenn diese doppelte Staatsbürgerschaft in einer solchen Frage jemanden in Deutschland die Möglichkeit gibt, für die Türkei die Todesstrafe wieder einzuführen, können Sie, warum haben Sie das Argument so schnell weggetan, dass der sich dann entscheiden sollte, wo er eigentlich hingehört? Weil das eines mit dem anderen. Gehört habe ich nicht gesagt, sondern das ist sein demokratisches Recht, die Stimme zu geben, wie in den USA. Ich meine, in den USA gibt es die Todesstrafe, darüber diskutieren wir nicht. Okay. In der Türkei wird das jetzt sozusagen auf den Tisch gebracht, was ich absolut falsch finde, aber wenn, dann muss man einfach zur Wahl gehen und abgeben. Und ich hoffe, dass wir dann die Möglichkeit haben, die Leute zu überzeugen, dass wir dagegen stimmen. Mhm. Und da sind Sie vielleicht wird es dazu gar nicht mal kommen, worüber wir momentan vielleicht, aber trotzdem, er bringt es jetzt auf den Tisch, wo es absolut unnötig ist, weil er wieder Stimmen damit fängt, weil er wieder diesen Nationalismus wieder aufweckt. Gibt es ein strategisches Argument für Erdogan, was diese Doppelstaatler angeht? Sagen wir mal so, wir haben eine ganze Reihe von Gründen, die zu Doppelstaatlichkeit führen, die wir auch gar nicht ändern können. Sie haben angesprochen, dass es etliche Staaten gibt, die ihre Bürger, selbst wenn sie eine andere Staatsangehörigkeit annehmen, sowieso nicht entlassen. So. Wir haben viele Sonderregeln, die das alles so, und Türken müssen ihren Pass übrigens abgeben, wenn sie, wenn sie sich einbürgern lassen, müssen sie ihren türkischen Pass abgeben. Ja, ja, die Optionspflicht ist für Kinder entfallen. Für Kinder, ganz genau. Genau. Im Prinzip reden wir auch nur über Kinder, genau. Also auch die CDU Kinder, redet die ja eigentlich über Kinder. Genau, darüber und, also genau, und letztendlich, also ich würde sagen, die doppelte Staatsangehörigkeit ist kein Instrument der Integration. Sie kann möglicherweise unter Umständen, nicht immer auch, eines sein, um sich Gewissheit zu verschaffen, was möchte ich denn, welche Identität habe ich denn. Also Staatsangehörigkeiten sind ja keine Handtaschen, von denen man ganz viele darum geht es sich nicht. Holt es, und dann nein, in den Schrank darum stellt. Geht es nicht. Es gibt eine OECD-Studie aus dem Jahr 2010, die sagt, dass Eingebürgerte bessere Bildungsabschlüsse haben, mehr Arbeit haben, höhere Einkommen erzielen und. Und deshalb habe ich in Baden-Württemberg mit einer Einbürgerungskampagne dafür geworben, weil Hessen macht auch eine Einbürgerungskampagne jetzt. Das ist ja auch richtig. Es gehen große Integrationsimpulse mit der Einbürgerung. Aber was hat das mit Todesstrafe zu tun? Das habe ich nicht kapiert. In Deutschland leben sehr wenige Doppelstaatsangehörige türkischer Herkunft. Genau, und wenn die alle jetzt für Todesstrafe oder dagegen wären, unabhängig davon, würde die Entscheidung der Türkei überhaupt nicht mal beeinflussen. Warum müssen wir die momentan darüber diskutieren? Aber Ihre Haltung beeinflusst das Zusammenleben. Herr Bademsoy, jetzt reden wir über die dritte Generation. Mesut Özil gehört dazu. Also die Großeltern sind gekommen. Er hat ziemlich einleuchtend geschildert, was er für Probleme hatte tatsächlich. Mhm. Haben Sie das Gefühl, wir sind auf einem guten Weg, dass die vierte Generation solche Diskussionen nicht mehr haben wird? Oder hat sich die Lage gerade erst wieder verschärft? Nein, ich bin eigentlich sehr optimistisch. Also wir sind schon auf dem richtigen Weg. Es geht sehr langsam. Die Politik muss viel mehr machen, die falsche Toleranz weglegen, Klartext reden. Also ich, wenn ich meine Kinder angucke, die gucken mich manchmal an und sagen, worüber redest du eigentlich, Papa? Weil die haben diese Probleme nicht. Und da bin ich sehr glücklich.
Okay. Aber dazu gehört natürlich, dass ich auch in einer Position bin, meinen Kindern eine ganz andere Welt sozusagen zu bieten, eine integrierte Welt zu bieten, mit einer Deutschen verheiratet, moderat mit Religionen, gegen Erdogan und so weiter. Mhm. Ja, ich sehe eine Spaltung zwischen den türkeistämmigen Migranten, die bei uns sind, die sagen, wunderbar, mir geht es gut, so wie Sie das sagen, ich habe überhaupt keine Probleme, ich habe auch meine Karriere gemacht, und andere, die sagen, also ich bin hier nie angekommen. Ja, und die einen sind aktiv in der Nein-Kampagne und die anderen sind... Genau, und da ist nämlich genau Erdogan reingegangen, hat diese Spaltung nämlich viel mehr vorangetrieben. Ja, und ich hoffe trotzdem, dass Ihr Optimismus am Ende siegen wird und bedanke mich sehr herzlich für Ihr Kommen heute in dieser Sendung. Herzlichen Dank Ihnen allen, danke Ihnen zu Hause fürs Zuschauen an dieser späten Stunde. Nächste Woche zur normalen Zeit sehen wir uns dann wieder. Schönen Abend noch.